Er hat einen Plan. Ein Plan, wie sich das Mädchen, das er seit Wochen gut findet, endlich in ihn verlieben wird. Sie hat den Kontakt zu ihm abgebrochen, will nichts mehr von ihm hören und schon gar keine Beziehung mit ihm führen. Doch er kann nicht aufhören, an sie zu denken. Seine Idee soll die beiden wieder zusammenführen. Doch nur eine Person wird seinen Plan überleben. Nicole und Kyle. Nicole Cable lebt ein Leben, wie es viele Teenagerinnen mit 15 Jahren führen. Zusammen mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihren Geschwistern lebt sie in der kleinen Stadt Glenburn im US-Bundesstaat Maine. Sie geht zur Highschool, ist im Cheerleading-Team, modelt für eine lokale Boutique und hat eine enge Bindung zu ihren Geschwistern und ihren Eltern. Auch wenn die Familienausflüge seit Nicoles Pubertät weniger geworden sind. Denn die 15-Jährige interessiert sich nicht mehr für Freizeitparks. Sie will lieber etwas mit ihren Freundinnen unternehmen, Jungs kennenlernen und verbringt jede freie Minute an ihrem Smartphone. Im Jahr 2013 ist vor allem Facebook die Plattform, auf der die 15-Jährige ihre Freizeit verbringt. Sie postet Selfies oder Bilder mit ihren Freundinnen, chattet mit ihnen und lernt auch neue Bekanntschaften kennen. Ihre Freundinnen erinnern sich später, dass Nicole täglich Freundschaftsanfragen bekommen hat, teilweise auch von Menschen, die sie gar nicht kennt. Oft sind es Jungen oder junge Männer, die sie anschreiben. Eine Sache, die sie trotz der engen Bindung auch ihrer Mutter verheimlicht. Eines Tages, Anfang 2013, hat Nicole wieder eine neue Freundschaftsanfrage. Ein junger Mann, der aus einem Nachbarort kommt, will sie über Facebook kennenlernen. Es ist der 19-jährige Kyle Duby, den sie sofort interessant findet. Er ist älter als Nicole, er geht nicht mehr zur Schule, arbeitet schon und hat sein eigenes Auto. Sofort kommen die beiden ins Gespräch. Sie chatten täglich bei Facebook über alltägliche Dinge, bis Kyle sie zwei Wochen nach dem ersten Kontakt fragt, ob sie sich mal in echt treffen wollen. Auch Nicole würde ihre neue Facebook-Bekanntschaft gern mal kennenlernen, doch sie weiß, dass ihre Mutter ihr das nicht erlauben wird. Ihre Mutter Christine hat ihrer 15-jährigen Tochter verboten, sich mit Fremden, die sie online kennengelernt hat, zu treffen. Es ist ihre einzige Möglichkeit, Nicole zu schützen. Sie weiß, dass sie ihr nicht das Smartphone oder Social Media verbieten kann und wie wichtig es für eine 15-Jährige ist, im Kontakt mit ihrem Freundeskreis zu bleiben. Alle von Nicoles Freundinnen sind aktiv auf sozialen Netzwerken. Sie posten Selfies und schreiben miteinander. Doch wie viele Jugendliche weiß Nicole, wie sie die Verbote ihrer Mutter umgehen kann. Sie erzählt ihr, dass sie sich mit einer Freundin treffen will. Doch in Wirklichkeit ist Nicole nach der Schule mit dem 4 Jahre älteren Kyle verabredet. Es ist das erste Mal, dass Nicole jemanden Fremdes aus dem Internet trifft. Doch Angst hat sie nicht. Sie hat schließlich schon seit einigen Wochen mit Kyle geschrieben und die beiden verstehen sich gut. Als sich Kyle und Nicole zum ersten Mal sehen, verstehen sie sich sofort. Auch wenn die beiden ganz andere Leben führen. Nicole geht noch zur Schule. Kyle arbeitet hingegen schon, ist viel reifer als die 15-Jährige und er hat ihr bis dahin noch etwas verschwiegen. Er ist bereits Vater. Doch Nicole stört das nicht. Auch nach dem Treffen bleiben die beiden in Kontakt. Ihren Freundinnen sagt sie, dass sie in Kyle verliebt ist und die 15-Jährige stimmt sogar zu, als Kyle sie bittet, ihn ihren Eltern vorzustellen. Doch Christine und ihrem Stiefvater Jason verschweigt sie, woher sie Kyle kennt und wer er wirklich ist. Sie sagt ihnen, dass Kyle nur ein Freund wäre und dass er 17 sei. Auch wenn Nicoles Eltern nicht begeistert vom Freund ihrer Tochter sind, wollen sie ihm eine Chance geben. Sie erlauben ihrer Tochter, zu ihm nach Hause zu fahren. Für Nicole ist das ein wichtiger Schritt ihrer Teenie-Liebe, denn Kyle hat ihr versprochen, dass sie seine 4-jährige Tochter kennenlernen wird. Doch als die beiden in Kyles Wohnung ankommen, steht Nicole plötzlich einer fremden Frau gegenüber. Es ist Sarah. Denn noch etwas hat er Nicole verschwiegen. Er hat eine Freundin. Nicole und Brian. Nicole ist enttäuscht von Kyle. Der junge Mann, mit dem sie die letzten Wochen Tag und Nacht gechattet hat und von dem sie dachte, dass er und sie zusammenkommen werden, hat sie belogen. Die Lüge, dass Kyle eigentlich in keiner Beziehung ist, kann sie ihm nicht verzeihen.
Auch wenn er versucht, sich zu entschuldigen, bricht sie den Kontakt zum 19-Jährigen ab. Lang hält ihre Enttäuschung allerdings nicht an. Kurze Zeit, nachdem Nicole Kyle klargemacht hat, dass sie nie wieder etwas von ihm hören will, erhält sie über Facebook eine Freundschaftsanfrage von einem jungen Mann, der sofort ihr Interesse weckt. Es ist Brian Butterfield. Er ist 18 und sie kennt ihn vom Sehen, denn er war einige Klassen über ihr, bevor er seinen Abschluss gemacht hat. Nicole schreibt Brian an. Die beiden kennen sich quasi und auch ihre Facebook-Freundesliste zeigt, dass sie gemeinsame Bekanntschaften haben. Auch ihren Freundinnen erzählt sie stolz, dass Brian, einer der beliebten Jungs, der gerade von der Highschool abgegangen ist, Interesse an ihr hat. Die Schwärmerei für Kyle hat die 15-Jährige schon längst vergessen. Der 11. Mai 2013 ist ein Samstag. Seit einigen Tagen schreibt Nicole mit Brian über Facebook. An diesem Tag fragt er die 15-Jährige, ob sie ihn zu einer Seeparty begleiten möchte. Nicole ist aufgeregt. Nicht nur, dass sie auf eine Party eingeladen ist. Brian möchte, sie hat seine Begleitung. Sie fleht ihre Mutter an, dass sie zur Party gehen darf, die der Bitten ihrer Tochter nachgibt. Schließlich beteuert Nicole, dass sie Brian kennt und er auf ihre Schule ging. Stunden verbringt die 15-Jährige vor dem Spiegel. Sie stylt sich, macht sich die Haare und wechselt ihre Outfits. Ungeduldig wartet sie auf Brian, der ihr versprochen hat, sie zur Party mitzunehmen, bis sie die ernüchternde Nachricht bekommt. Brian ist schon auf dem Weg zum See. Sie soll sich eine andere Mitfahrgelegenheit suchen. Ihre Eltern will Nicole nicht fragen. Sie will nicht, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater ein schlechtes Bild von ihrem neuen Schwarm bekommen. Viele Menschen mit einem Auto kennt die 15-Jährige allerdings nicht. Außer ein, Kyle, mit dem sie seit Wochen keinen Kontakt hat. Doch sie findet, dass Kyle etwas gut bei ihr hat. Schließlich hat er ihr verschwiegen, dass er immer noch in einer Beziehung ist. Genau das schreibt sie Kyle und fragt ihn, ob er sie zum See fahren kann, der ihr sofort zusagt. Gegen 21 Uhr verabschiedet sich Nicole von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Sie glauben, dass Brian sie abholt, ohne zu wissen, wer wirklich im Auto vor der Einfahrt steht. Auch wenn Nicole noch immer enttäuscht über Kyles Lügen ist, ist sie froh, dass er sie zur Party fährt. Doch als die beiden am See ankommen, ist dort niemand. Keine Musik empfängt Nicole, keine Jugendlichen feiern und trinken und vor allem kein Brian wartet dort auf sie. Es gibt keine Seeparty, auf die sich die 15-Jährige schon den ganzen Tag freut. Traurig muss Nicole zusammen mit Kyle wieder den Rückweg antreten, denn auch auf Anrufe und SMS reagiert Brian nicht. Am nächsten Morgen erhält sie dann die Nachricht, auf die sie seit Stunden wartet. Brian meldet sich bei ihr. Er entschuldigt sich und sagt, dass er ihr aus Versehen die falsche Adresse gegeben hat und sich nicht melden konnte, weil er keinen Empfang hatte. Für Nicole ist das eine plausible Entschuldigung. All ihre Enttäuschung ist plötzlich verflogen, als Brian sie fragt, ob sie sich am Abend treffen wollen. Doch das Treffen mit ihrem neuen Schwarm will Nicole vor ihren Eltern geheim halten. Sie will sich aus ihrem Zimmer schleichen, wenn sich ihre Eltern hinlegen. Gegen 21 Uhr ist es soweit. Ihre Eltern sind bereits müde und wollen zu Bett und Nicole kann sich heimlich mit Brian treffen. Ihre Mutter sagt ihr noch gute Nacht. Nichts ahnt, dass es das letzte Mal sein wird. Verschwunden. Als am nächsten Morgen Nicoles Eltern aufstehen, müssen sie das Erschreckende feststellen. Das Bett der 15-Jährigen ist leer. Ihr Handy ist ausgeschaltet, sie ist nicht erreichbar, hat niemandem Bescheid gesagt, wo sie ist und auch ihre Freundinnen wissen nicht, wo Nicole sein könnte. Nur ihre beste Freundin hat eine Vorahnung. Nicole hat ihr viel von Brian erzählt, mit dem sie geschrieben hat. Doch als sie ihn bei Facebook suchen will, um ihm zu schreiben, ob er weiß, wo Nicole ist, ist das Profil verschwunden. Sowohl Nicoles Familie als auch ihr Freundeskreis ahnen sofort, dass etwas passiert sein muss. Niemals würde Nicole freiwillig ihr Handy ausmachen oder nicht erreichbar sein. Etwas Schlimmes muss dahinter stecken. Doch die Polizei sieht die Gefahr nicht. Sie sind sich sicher, dass Nicole ausgerissen sei. Schließlich habe die 15-Jährige einen älteren Jungen kennengelernt. Vielleicht möchte sie mit ihm ein paar Tage ohne ihre Eltern verbringen. Dass unter dem Facebook-Profil möglicherweise gar kein 18-jähriger freundlicher Highschool-Absolvent stecken könnte, scheinen sie gar nicht in Betracht zu ziehen. 2 Tage müssen Nicoles Eltern und ihre Freundinnen die Suche nach der verschwundenen 15-Jährigen selbst in die Hand nehmen.
Sie drucken Suchplakate, die sie in der Gegend verteilen, und suchen die ganze Kleinstadt ab. Doch ohne Erfolg. Erst 2 Tage nach ihrem Verschwinden beginnt schließlich die Polizei mit ihren Ermittlungen und auch die Presse wird eingeschaltet. Vor laufenden Kameras fleht ihre Familie, dass Nicole wieder zurückkommt. This is my daughter. You're scared because you ran away. You're not in trouble. Just come home. It'll be okay. And if somebody has her, I don't care. Just take her to a gas station, a park, anywhere. Whatever's going on. I don't know what to say. We're waiting for you. I'm waiting for you to call me. I want to thank all of you for coming and helping me find my baby girl. It means the world to me that my community is here for us. And our goal is to bring her home safe. And I want to thank you for being here. Doch Nicole meldet sich nicht auf die verzweifelten Hilferufe ihrer Mutter. Stattdessen wird jemand ganz anderes gefunden. Brian Butterfield. Der falsche Brian. Als die Suche nach Nicole die Presse in Maine bestimmt, sieht auch ein 18-Jähriger die Berichte in den Nachrichten. Und er hört, dass ein Name im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Nicole Cable fällt. Sein eigener. Brian Butterfield kann es nicht fassen, dass es schon wieder passiert ist. Seit Wochen versucht er sich bei Facebook zu beschweren und hat sich bereits 2-mal an die Polizei gewendet, die seine Sorgen abgetan haben. Seit einigen Wochen hat jemand seine Identität gestohlen. Irgendjemand versucht unter seinem Namen und mit einem kopierten Facebook-Profil von Brian Unruhe zu stiften. Das erste Mal ist es ihm aufgefallen, als seine Freundin ihn angesprochen hat, warum er die Fotos fremder Frauen kommentiert. Doch das hat er gar nicht. Der falsche Brian Butterfield schreibt sogar minderjährige Mädchen an und will von ihnen Nacktfotos. Seitdem versucht er bereits, dass der Identitätsdiebstahl gestoppt wird. Ohne Erfolg. Und nun ist er auch noch der Verdächtige in einem möglichen Entführungsfall. Brian wendet sich sofort an die Polizei und kooperiert. Sie durchsuchen sein Handy und seinen PC, die beweisen, dass er nie Kontakt zu Nicole hatte. Er kennt sie lediglich vom Sehen, da die beiden auf eine Schule gingen. Interesse an der viel jüngeren Nicole hat der 18-Jährige allerdings noch nie gehabt. Er kann sich auch nur bei einer Person vorstellen, dass sie ihm schaden wollen würde. Es ist seine Ex-Freundin, auch wenn die Trennung schon länger her ist und sie mittlerweile einen neuen Freund hat. Kyle Duby. Die Wahrheit. Sofort werden die Ermittlungen auf Sarah, Brians Ex-Freundin und die aktuelle Partnerin von Kyle, gerichtet. Sie ist schließlich eifersüchtig auf Nicole, eine 15-Jährige, an der ihr Freund mehr Interesse zeigt als an seiner wirklichen Freundin. Doch Sarah hat ein wasserdichtes Alibi. Wer sollte also dann Brians Identität nutzen, um mit Nicole zu schreiben? Während die Ermittlungen laufen, gibt es einige Tage nach dem Verschwinden die erste Spur, die darauf hindeutet, dass Nicole nicht freiwillig weggelaufen ist. Ihr Pullover wird gefunden. Er ist zerrissen und zeigt Spuren eines Kampfes. Ihr muss etwas zugestoßen sein. Nach 8 Tagen der Suche, der Verzweiflung und der Hoffnung, dass Nicole doch wieder lebend auftaucht, macht die Polizei in einem Wald nur 16 Kilometer vom Haus ihrer Eltern entfernt die schreckliche Entdeckung. Nicole ist tot. Doch der Ort, an dem die tote 15-Jährige liegt, ist kein Zufallsfund. Sarah hat der Polizei den Hinweis gegeben. Als die Polizei beweisen konnte, dass Kyles Freundin unschuldig ist, dass sie ein Alibi hat, haben sich die Ermittlungen auf ihren Freund konzentriert. Schließlich hat er Interesse an Nicole und wurde von ihr abgewiesen. Wenige Tage später kann die Polizei auch herausfinden, wer das Fake-Profil von Brian Butterfield erstellt hat. Es wurde von Kyles PC angemeldet. Und es war Kyles Handy, der mit Nicole als falscher Brian gechattet hat. Und es geschah von Kyles Handy, der mit Nicole als falscher Brian gechattet hat.
Bei der Befragung der Polizei streitet Kyle ab zu wissen, was mit Nicole passiert ist. Aufgrund von mangelnden Beweisen kann die Polizei nicht länger festhalten. Doch das Verhör zeigt Wirkung. Als er wieder zu Hause bei seiner Freundin ist, gesteht er ihr den Mord und sagt ihr, wo er Nicoles Leiche verscharrt hat. Nur dank Sarah hat die Polizei endlich grausame Gewissheit, denn Kyle bleibt sogar noch im Prozess bei seiner Version. Er ist unschuldig. Jemand anderes habe Nicole entführt und getötet, was ihm nun angehängt wird. Doch die Beweise zeigen eine ganz andere Version dessen, was sich abgespielt haben muss. Am Tatort wird eine schwarze Sturmhaube gefunden. An ihr befindet sich DNA von Kyle. Genauso wie unter den Fingernägeln von Nicole. Sie hat sich stark gegen den Angreifer gewehrt. Das zeigt auch Kyle Dubys Gesicht. Selbst Tage nach dem Mord hat er zahlreiche Kratzer, die ihm die 15-Jährige im Todeskampf zugefügt hat. Außerdem findet die Polizei bei Kyle noch etwas. Ein Geständnis, das er nach dem Mord aufgeschrieben hat. Es enthält außerdem den perfiden Plan, den Kyle sich ausgedacht hat, um Nicole zu erobern und endlich wieder Kontakt mit ihr zu haben. Dort steht geschrieben, ich wollte ihr nur Angst einjagen. Ich hatte sie mit meinem rechten Arm im Würgegriff. Sie hatte das Bewusstsein verloren und ich wurde panisch. Dazu zeichnet er ein Gesicht, in dem er die Verletzung, die Nicole ihm zugefügt hat, dokumentiert. Kyle hat geplant, als angeblicher Brian Butterfield Nicole zu entführen, um sich dann als ihr Retter auszugeben. Er wollte bei der Suchaktion helfen. Und wenn Nicole gesehen hätte, wie er besorgt um sie ist und sie schließlich findet, hätte sich die 15-Jährige in ihn verliebt. Doch er hat in seinem Plan nicht bedacht, dass sich Nicole wehren wird. Vermutlich hat sie ihm die Skimaske vom Gesicht gerissen und ihn enttarnt. Ihr Todesurteil. Er konnte sich nicht mehr als ihr Retter ausgeben. Sein Lügenkonstrukt war enttarnt. Er wusste, dass Nicole nie wieder mit ihm reden wird und ihn anzeigt. Sein Plan war gescheitert und das musste Nicole mit dem Leben bezahlen. Auch wenn Kyle Dubé auf unschuldig plädiert, sind die Indizien gegen ihn belastend. Das sieht auch die Jury so. Nur 45 Minuten brauchen sie, um ein einstimmiges Urteil zu sprechen. Er wird 2015 wegen Entführung und Mordes zu 60 Jahren Haft verurteilt. Sollte er jemals freikommen, wäre er 81 Jahre alt. Nicoles Eltern versuchen seit dem Mord an ihrer Tochter ein Bewusstsein für die Gefahren auf Social Media zu schaffen. Sie betreiben Aufklärungsarbeit und Opferprävention an Nicoles früherer Highschool und Nicoles Mutter hofft, dass sich in ihrer Heimat nie wieder solch ein Verbrechen ereignen kann. Social Media ist kein sicherer Ort, sagt sie. Es gibt viele Menschen mit gefährlichen Absichten. Ich möchte, dass niemand das erleben muss, was Nicole erlebt hat.